Hey, so, da sind wir wieder. Ja, also für euch im Prinzip nur ein. Und für mich war es jetzt doch knapp eine Viertelstunde. Interessanterweise bin ich unten, kurz bevor wir die Furnaces abgebaut haben, wieder rausgekommen. Ich glaube, das irgendwie, was hat er mit den Furni nicht so ganz auf die Reihe gekriegt. Naja, wir wollen auf jeden Fall jetzt ein paar neue Supremium Furnaces craften. Wobei, eigentlich können wir auch die hier nehmen. Was wir jetzt einfach auch mal ganz stumpf machen werden. Was ist denn da drin? Ach, das war nur Block of Coal. Okay, gut. Electric Furnace kann da rein. So. Dann 16 Stück davon. Und die pflanzen wir jetzt hier einfach mal ganz gepflegt hin. So. Sehr schön. Dann bin ich der Meinung, habe ich hier sogar schon eine neue Kiste hingesetzt. Die ich natürlich jetzt nicht öffnen kann. Vielen Dank. Okay, gut. Das ist die Rückkiste. Und das ist eine blau-schwarz-blau-Kiste. Wofür ist denn blau-schwarz-blau? Blau-schwarz-blau haben wir doch gar nicht. Auch nicht schlecht. So, ich war jetzt gerade echt, Moment, verwirrt. Gut, die Power Cell. Wir wollen uns hier erstmal ein bisschen Platz machen. So, also, die Kiste kann weg. Plopp. Dann kann die Power Cell, na, die Power Cell, ja, die kann weg. So, dann gehen wir hier mal eben ganz kurz einen Stockwerk tiefer. Und verpassen dem Controller mal ein Ender Gate. Dann ist der schon mal mit Energie versorgt. So, dann brauchen wir jetzt mal eine von denen. Ich glaube, das ist schwarz, schwarz, schwarz Kisten. Mal eben kurz gucken. Schwarz, schwarz, schwarz. Ja, schwarz ist immer schwarz. So, dann habe ich noch Ender Chest auf Tasche. Ja, ist sogar noch eine, oh, guck mal, ist sogar noch eine Black, Black, Black da. Super, und dann setzen wir da. Die eben hier hin. So. Dann nehmen wir den Energie-Channel weg, setzen ein Item hin und dann müssen wir mal eben kurz gucken. Die obere. Oder? Die obere? Die obere. Und warum ist hier schon ein Export drin? Seltsame Dinge passieren hier im Land Mittelerde. So. Nehmen wir Expert. Extract. So, Round Robin. So, und dann Insert. 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 Und noch mehr Insert. Und Insert. Sind ja zum Glück nur 16 Mal. Nee, 15? Was haben wir eben gesagt? Nee, 16, glaube ich, waren das. So. Ich habe nebenbei mal die Playlist geändert. Für den Fall, dass es noch nicht aufgefallen ist. Yeah. So, damit müssten die jetzt alle versorgt sein. Ach, seht ihr? Hier. Stack. Jetzt sagt nicht, der macht genau das, was ich denke, was der macht. Gott, ist der dürm. Blacklist. Haben wir das so unterbunden? Ja, haben wir so unterbunden. Jetzt die Frage. Wird das trotzdem rausgeholt? Nee, wird's nicht. Verdammt. Ach, gut. Dann können wir den Channel im Prinzip auch löschen, weil dann werden wir nämlich jetzt tatsächlich einmal von unten komplett Advanced Connectors hinsetzen müssen. Ach ja. Advanced Connectors. Und mal wieder nimmt das hier irgendwie gerade Ausmaßen an, die ich jetzt so nicht mitgedacht hätte. Ich habe mir gedacht, ach ja, Mensch, kannst ja mal eben die Furnaces hier austauschen. Entschuldigung, die Furni. Und dann passt das und, ne? So. Na eben die Cobblestone, die Soulstone Bricks wieder einsammeln.
Stern brauche ich hier einmal. Achso, das waren die Connector. Ich möchte die Cable ganz gerne haben. Danke. So. Sehr schön. Dann dich einmal löschen. Und dann Item. Da kommt ein Insert hin. Und überall da, wo jetzt noch kein I ist, machen wir jetzt ein Extract hin. Und dann müsste das eigentlich laufen. Ach, seht ihr, und wir müssen das unbedingt auf Stack umstellen. Weil ansonsten dauert das Ewigkeiten, bis da was rausgeholt wird. Ich bin sogar gewillt zu sagen, dass wir das auf 5 Ticks ändern. Dadurch wird das zwar ein bisschen, also theoretisch wird es dadurch ein wenig unperformanter, was letzten Endes nichts anderes heißt, als es könnte eventuell irgendwann mal zu Lecks führen, wenn wir das jetzt ganz häufig so machen. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Zumal ich sowieso eigentlich hier mit der Welt allmählich mal auf dem eigenen Server umziehen wollte. Weil dann brauche ich nicht immer den PC laufen lassen. Wisst ihr, das ist so. Nee. Rein energieeffizienztechnisch voll für ein Popo. So. Zumal mein Home-Server sowieso die ganze Zeit läuft. Der ist zwar eigentlich hauptsächlich für Datenspeicherung da, aber Minecraft-Server verkraftet er auch noch. Immerhin ist da ein neuerer Prozessor drin als in meinem Hauptsystem. Das muss man sich mal reinziehen. Und das geilere Mainboard. Also, ja. Ich hatte halt Langeweile letztes Jahr. Habe ich mir mal eben was zusammengeschustert. Zumal, also, mal eben kurz überlegen. Möchte ich das Thema jetzt ausführen? Hat ja eigentlich so nichts mit dem Spiel zu tun. Nee, gerade nicht. Können wir gleich machen, wenn wir hier die Blöcke setzen, wo mir der Name gerade nicht einfällt. Fassad. So. Na, leckt mich ein Popo. Manchmal geht das auf Anhieb, manchmal geht das nicht auf Anhieb. Das ist total dämlich. So, 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 so. Sehr schön. Seht ihr, das sieht aus wie ganz normal. Sollte jetzt aber bedeutend geiler funktionieren. Jetzt werden wir mal eben Storage Disk. Werden wir mal eben ganz kurz hier davon eine ordern. Warum sagt er, dass die Basic Processor fehlen? Dann craftet ihr welche? Was hältst du davon? Du müsstest doch eigentlich dementsprechend. Ausgestattet sein. Das sind jetzt wieder Dinge, die mich ein bisschen verwirren. Wisst ihr, das ist so. So, Basic Processor. Raw Basic Processor habe ich ein paar. Ich habe tatsächlich keinen für Basic Processor. Okay. Das finde ich interessant. Gut, so, ne, Quantity da, so, only craftable, so, mal schauen, haben wir denn, den haben wir da, witzig, gut, Storage, missing, ja dann, ich bin dumm, ey, ich bin so dumm, ne, das tut schon richtig weh, wie dumm ich bin, und das wird was heißen, ja klar, er kann das Ganze ja auch nicht finden. Ist ja auch gerade nicht angeschlossen. Ach ja. So. So viel dazu. So. Aber jetzt. Oh, geht das fix? Oh, ist das super, wie fix das geht. Oh, seht ihr das? Das ist so geil. Bedeutend besser als vorher. Gut, jetzt kennt ihr natürlich den Unterschied nicht, aber glaubt mir, es geht bedeutend schöner jetzt. So, dann kann ich die Pattern mal eben löschen. So, dann kann das da im Prinzip alles einmal rein. Sorting Diamond Chest,
Ja, die kann da auch rein. So. Die Power Cell, die kommen da auch rein. So, Enderhopper. Die Enderhopper, beziehungsweise mit den Enderhoppern, habe ich auch noch was Schönes vor. Wir werden jetzt aber eben mal kurz schlafen. Oh ja, der Charm funktioniert genau so, wie ich mir das gedacht habe. Das Ding, was wir uns in der letzten Folge gekauft haben. Ein Träumchen. Ein Träumchen ist das. So. Dann würde ich aber so sagen, dann können wir tatsächlich hier das mal ein wenig abreißen. Denn ich glaube nicht, dass wir das Exnet hier noch brauchen werden. Ach, guck mal, da ist mein Pexel hin. Das Ding habe ich schon gesucht. Wobei, wir werden das hier so lassen. Wir werden da ja noch jemals eine Chest draufsetzen. Falls wir mal was schnell, viel eben craften wollen. Beziehungsweise durchbrennen wollen. Dann ist das, glaube ich, gar nicht schlecht. Außerdem, was sollen wir sonst hierhin machen? Dadurch, dass wir unser Haupthaus, also unsere Hauptbasis, noch nicht angefasst haben, ist das ja sowieso noch. Ja? So, die Fassaddinger kommen da auch rein. So, die Endergates können da auch rein. Falls ihr euch wundert, wo ich die Endergates her habe, beziehungsweise warum ich davon zwei auf Tasche habe, ich habe die Crowies ausgemacht. Also die Bilder. Ganz einfach deswegen, wir haben Ressourcen genug. Und unser aktuelles Ore-Processing-System kommt einfach den Anforderungen nicht nach. Ich befürchte sowieso, dass das ein, in Anführungszeichen, totgeborenes Kind ist. Einfach deshalb, weil uns, so behaupte ich, die Maschinen fehlen, um das vernünftig aufzuziehen. Denn Tatsache ist, diese Silence-Mechanism-Maschinen sind unheimlich langsam. Ihr seht es hier bei den Crushern. Die Furnaces sind bedeutend schneller als die Crusher. Aber gerade die Crusher sind ja letzten Endes genau das, ja, was fehlt. Ja. Also an Geschwindigkeit meine ich jetzt. So, achso, ja. Kommen wir nämlich jetzt zum nächsten Ding. Oben habe ich euch gezeigt, wie das funktioniert, beziehungsweise wie das angeschlossen ist. Ja, bei den Craftern und hat sich ja nichts geändert. Weil, machen wir mal da weiter, wo wir vorhin aufgehört haben. So, das hier sind alles Alloy-Smelter mit einem entsprechenden Crafter oben drauf, dass wir verschiedene Alloys, nämlich alle Alloys, die dieser Alloy-Smelter durchbrutzeln kann, haben wir hier plus, was sind das, 3 Reserven oder so? 5, 6, ja, guck mal, das ist alles Reserve. Also das müssen auch nicht unbedingt die Alloy-Smelter sein, sondern das ist jetzt einfach nur der Optik wegen, dass ich das da so mit hingesetzt habe. So. Hier haben wir im Prinzip alles an Ingots, was wir in irgendeiner Art und Weise haben können, zumindest nach aktuellem Stand. Solder haben wir auch dabei, weil ich habe auch ein Crafting-Rezept dafür. Ich werde es wahrscheinlich so gut wie nie benutzen, aber ganz ehrlich, ich habe es lieber jetzt hier erstmal mit im System mit drin. Es sieht auch total asymmetrisch aus, auch etwas, was mich etwas annervt. Ich hatte bisher noch keine Lösung. Es ist einfach so. Häufig sehen werden wir es eh nicht. Also so gesehen, passt schon. Hier auf der Seite unsere ganzen Ores. Ja. Alle Ores, die wir in irgendeiner Art und Weise haben können. Bis auf Diamond, Emerald, Lapis, Redstone, Coal. Also im Prinzip alles das, was nicht weiterverarbeitet werden kann, muss, wie auch immer. Silk Touch Crowies werden wir auch nie aufstellen. Eben genau aus dem Grund, weil wir einfach dem Weiterverarbeiten nicht hinterherkommen. Und ganz ehrlich, dann ist das jetzt also. Ja, wenn wir uns jetzt hier angucken, das Ganze wird per Exporter exportiert. Sind Speed Upgrades drin. Funktioniert trotzdem nicht so schnell, wie ich das ganz gerne hätte. Ich weiß nicht wieso. So, dann kommt das Ganze über Fasthopper, geht das Ganze dann unten in den Furnace rein. Ja, und dann wird das Ganze durch Exnet exportiert.
Wie ihr seht, das sind auch keine, also nicht überall Advanced Red Connectors. Ist einfach, weil wir die Geschwindigkeit hier nicht brauchen.